Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von House Moon Back to Nature. Ihr seht es. Ja. Ach, ich mag das Spiel. Ich habe das früher immer ganz gerne gezockt und ich habe schon jede von denen geheiratet. Also ich war schon mindestens einmal mit jedem verheiratet. Man möge es kaum glauben. Kurz in meiner Aufnahmephase, bevor jetzt gleich das Intro losgeht und so. Ich werde immer eine Jahreszeit komplett aufnehmen. Ja, ist das laut. Und aus Zeitgründen muss ich halt immer ein bisschen voraufnehmen. Das heißt, ich nehme jetzt im Prinzip den ganzen Frühling auf. Ne? Aber ihr könnt mir dennoch in die Kommentare schreiben, ne, wen ich heiraten soll, wen ihr toll findet. Vielleicht so Tipps und Tricks, auch wenn ich das Spiel eigentlich schon mehrfach durch habe. Aber man lernt immer noch was dazu. Und wie ihr das Spiel insgesamt findet und ob ihr auch andere Harvest Moon Spiele mögt, wenn ja, welche. Ach, schreibt mir überhaupt irgendwas in die Kommentare, weil ihr könnt mir wirklich in die Kommentare schreiben, wen ihr, gleich gibt's eine Demo, wen ihr mögt. Geh weg. Und Schaf. Mäh, Schaf. Mäh. Komm schon. Ja, es lädt immer ein bisschen lange die Ladezeit, das ist Wahnsinn. Kann ich ja wieder wegdrücken, danke. Auf jeden Fall könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wen ihr im Prinzip toll findet. Falls es keine Anregungen dazu gibt, wen ich heiraten soll, denn spätestens im zweiten Jahr werde ich den eh heiraten. So, wir machen es auf Deutsch. Nein, Start. Und, ich sag mal so, spätestens im zweiten Jahr werden wir eh heiraten. Und wenn bis dahin keiner irgendwas gesagt hat zu Orkner Braut, dass ich die heiraten soll, dann entscheide ich selber. Okay, willkommen in Mineralstadt. Ich bin Bürgermeister Thomas. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Bitte beantworte sie. Toll. Wie war dein Name? Ich habe ehrlich gesagt auch schon gefragt, ob ich das darf. Und er hat gesagt, ja, ich darf. Und zwar nenne ich den Xeno. Nach meinem Freund. Er macht mit mir zum Beispiel auch das komplette Life is Strange Let's Play zusammen. Ne, wenn ihr das nicht kennt, könnt ihr mal reingucken. Ist so psychodramamäßiges Let's Play. Und ich habe gefragt, ob ich ihn nach dem Bauern nennen darf. Oder ob ich den Bauern nach ihm nennen darf. Ja. Und hat er gesagt, ja, ich darf. Wann ist dein Geburtstag? Wir haben den Herbst. Jetzt muss ich kurz in den Herbst gucken. Ich weiß, wann er Geburtstag hat. Okay. Ich will nur sicher gehen, dass da keiner Geburtstag hat. Weil ich habe nämlich das nette liebe Beihäftchen, weil ich habe das Spiel ja zu Hause und komplett im Original und so. Und da gibt es ja dieses Beiheft, wo alle Geburtstage und so drin vermerkt sind. Ja. Wie soll die Farm? Wie soll die Farm was? Ach, wie soll die Farm heißen? Verdammt. Ich hätte mir mehr Gedanken drüber machen sollen, ne? Ja, ich überlege gerade, was wir da so Farmen haben. Wir haben ja die Hühner-Ranch, ne? Und die Muku-Ranch da. Wir haben, glaube ich, auch ganz besondere Namen, aber ich weiß es nicht mehr. Ach, ich guck gerade, hier. Ich weiß. Und zwar nenne ich sie. Jetzt muss ich gucken, wie es geschrieben wird. Ich habe mir jetzt einfach gerade irgendwo mal in den Raum von meinem Freund, in unserem kleinen Aufnehmerraum, umgeschaut nach irgendeinem Namen und so im Prinzip heißt die Marke unseres Druckerpapiers. Xerox oder wie auch immer. Jetzt ist es unsere Farm. Wie soll der Hund auf der Farm heißen? Ah, verdammt. So viele Fragen. Ich weiß, wir nennen ihn Bodo. Bodo. Nicht wahr, Bodo? Ha! Katze erschreckt. Dein Name Xeno, Geburtstag 6. Herbst. Name der Farm. Xerox, Hundename Bodo. Ja. Wird schon schief gehen. Eine Muku. Und wahrscheinlich hört er wieder die Katze, die schlechte Schwingung.
Man kann sie auch nicht loswerden. Verdammt! Die Katze ist auf dem Laptop. Tut mir leid wegen der Störung. Wollte ich nicht. Nun, was meinst du? Das war die Farm deines Großvaters. Sie ist eine ganze Weile vernachlässigt worden. Daher sieht sie etwas unordentlich aus. Ein bisschen? Übertreib's mal nicht. Ein bisschen ist relativ. Weißt du noch, wie du die Sommerferien hier verbracht hast? Ich bin schneller als lesen als er. Als du klein warst. Ja. Es tut mir leid, aber ich muss den Familienurlaub in diesem Sommer absagen. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Ich konnte meine Termine nicht verlegen. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe. Bitte versteh, ich bin sehr beschäftigt. Warum schaffst du dir denn überhaupt ein Kind an? Ich werde es wieder gut machen. Schieb's mich ab. Es tut mir leid, Liebling, aber ich habe Opa gefragt, ob du auf seiner Farm bleiben kannst. Ein wenig Abwechslung in der Natur wird dir gut tun. Die haben mich einfach abgeschoben. Die wollen gar nicht mit mir zusammen sein. Das ist so traurig. Wie in Mini-Format. Und schon damals hatten wir Handschuhe an. Oh Gott, unser Großvater auch. Hallo, mein Junge. Hier draußen passiert nicht viel Aufregendes, aber du kannst gerne bleiben. So lange du möchtest. Ich habe zu viel mit der täglichen Arbeit auf meiner Farm zu tun, um viel mit dir zu spielen. Aber im Dorf gibt es einige Kinder, mit denen du spielen kannst. Ja. Der hat auch einen Hund. Ah, wir reiten auf einer Muku. Blub. Gibt's halt ein Pferd. Auch gut. Können wir auch mitleben. Gott, sind wir gemein. Schmeißt du einfach so Sachen? Ah, da ist noch ein Hund. Ist das unser Hund? Ich weiß es nicht. Wo laufen wir noch? Auf dem Berg. Sind wir auf dem Berg. Echt? Wir machen den ganzen Sommer gar nichts außer rumliegen? Okay, alles weiß. Hallo. Geht doch. Wer bist denn du? Oh, du bist es, der Junge, der die Farm des alten Mannes besucht. Spielst du immer allein? Mir gefällt es hier auch. Deswegen komme ich oft hierher, um allein zu spielen. Erzähl mir ein paar Geschichten über die Stadt und über dich. Jetzt singen wir zusammen. Voll cool. Wir haben eine Freundin. Die müssen wir wiederfinden. Und wie war's? Hast du Spaß gehabt? Wenn du nach Hause gehst, sag auch deiner Mama und deinem Papa, dass es dir gefallen hat. Jo, mach ich. Unser süßes Mädel. Wo gehst du? Dann bin ich wieder einsam. Du wirst doch eines Tages zurückkommen, oder? Aber sicher doch. Denk daran, du hast es versprochen. Also, es gibt viele Sommerferien, ne? Der ist vielleicht so, jetzt sagen wir mal so 8 oder 9 Jahre alt, ne? Und wenn der die Schule der hat er doch garantiert noch mindestens 5 bis 6 Mal Sommerferien gehabt, wo er hätte auf diese Farm gehen können. Das ist lang her, du bist in diesen Jahren richtig groß geworden. Daher habe ich mich mit den Leuten im Dorf darüber unterhalten.
Dein Großvater hat sich wirklich gut mit dieser um diese Farm gekümmert. Wir respektieren seinen Wunsch und würden gern sehen, was du innerhalb von 3 Jahren, so lange wird das Let's Play auch jetzt dauern, was du innerhalb von 3 Jahren erreichen kannst. Wir wollen dich nicht auf die Probe stellen, aber wenn du aus der Farm wieder das machen kannst, was sie einmal war, wird das Dorf dich als rechtmäßigen Besitzer der Farm anerkennen. Aber wenn du die Farm weiterverkommst und du nicht mit den Dorfbewohnern nicht zurechtkommst, dann musst du gehen. Das ist die Entscheidung, die das Dorf getroffen hat. Jo. Farmarbeit ist sehr anstrengend, aber ich hoffe, du tust dein Bestes und wirst ein guter Farmer wie dein Großvater. Auf geht's! Let it go! Let it go? Ich weiß nicht, ach, keine Ahnung. Und wie sieht's aus? Wetterbericht, ja, komm, Wetterbericht. Und es scheint die Sonne! Ab morgen wolkenlos blauer Himmel. Ich muss erstmal gucken, wie das nochmal war. Okay, damit renn ich. Ja, doch! Mach auf das Ding. Was ist in meinem Werkzeugkasten? Ich wollte gerade sagen, gar nichts. Ich muss mich da noch ein bisschen gewöhnen an die Steuerung. Das könnte ich gebrauchen. Das könnte ich gebrauchen. Okay. Ah, verdammt. Tastatur. Guten Morgen, Xeno. Ich bin vorbeigekommen, um dich durch das Dorf zu führen, wenn du magst. Ist das jetzt so? Ja, bitte. Gut, dann lass uns gehen. Es verbraucht zwar sehr viel Zeit, aber das ist schon mal ein Pluspunkt. Muss man dazu sagen, ne? Dieser Weg führt zur Geflügelfarm und zur Jodelmensch. Ach, Jodelmensch, was? Dort kannst du Hühner und andere Tiere kaufen. Kann ich mir aber noch nicht leisten. Das ist der Schmiedladen. Hier kannst du Werkzeuge für deine Farm kaufen. Der Schmied kann Werkzeuge für dich auch verbessern. Ich kann auch Schmuck herstellen. Sagt er bloß nicht. Dies ist die Obstplantage. Zur Erntezeit brauchen sie Helfer. Wenn du ihnen also zur Hand gehst, wenn du kannst. So. Hallo? Achso. Stimmt, da kommt jetzt immer eine ganz andere Melodie. Das ist die Bücherei. Du kannst eine Menge lernen, wenn du Bücher liest. Das müsst ihr euch merken. Ihr könnt eine Menge lernen, wenn ihr Bücher liest. Natürlich kannst du auch mich und die anderen Dorfbewohner nach etwas fragen. Erstmal fett vorbeigehen. Oh, hallo, Thomas. Wen haben wir denn hier? Ist das der junge Mann, von dem du gesagt hast, er würde die Xerox-Farm übertreiben? Klingt ein bisschen wie eine Tablette, ey. Wie irgendeine Droge. Hallo, Ellen. Ja, das hier ist er. Sein Name ist Xeno. Das hier ist Ellen. Sie war früher Hebamme. Ihre Enkelin arbeitet jetzt in der Klinik. Als nächstes zeige ich dir mein Haus direkt nebenan. Mach's gut, Ellen. Bis dann, Thomas. Und es war nett, dich kennenzulernen. Xeno. Xerox klingt irgendwie nach einem Arzneimittel. Das ist mein Haus. Hier wohne ich mit meinem Sohn, dem Polizisten. Er hat gar keinen Namen. Du kannst uns gerne jederzeit besuchen. Er kann ruhig mal den Namen nennen, ey. Dies ist der Supermarkt. Hier kannst du alles Mögliche kaufen. Sogar Saatgut für deine Farm. Das ist die Klinik. Du kannst hierher kommen, wenn du dich krank oder erschöpft fühlst. Arbeite nicht zu viel, damit es nicht zu weit kommt. Also gar nicht? Die Kirche befindet sich dort drüben. Der Pater ist ein eigenartiger Mann, aber nett. Pater? Haben die Protestanten? Oh boah, die sind protestantisch. Das sind Evangelien. Dies hier ist der Gasthof. Im Obergeschoss befindet sich ein Restaurant. Die Schenke wird nach Sonnenuntergang geöffnet. Also nach 18 Uhr kann man da trinken gehen. Das ist der Dorfplatz. Die meisten unserer Feste finden hier statt. Wenn du geradeaus gehst,
kommst du an den Strand. Der linke Pfad führt zurück zur Kirche und der rechte zur Jodelmensch. Okay, jetzt lass mich doch mal nach Hause. Tudu, bin ich jetzt wieder zu Hause? Ja, ich bin wieder zu Hause. Nun, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Geh ein wenig umher und sieh dir an, was es sonst noch gibt. Drück einfach die Select-Taste, um die Karte des Dorfes anzuschauen. Wenn du auf deiner Farm die Start-Taste drückst, siehst du die ganze Farm aus der Vogelperspektive. Oh ja, der Holzfäller Götz lebt oben in den Bergen. Er ist also derjenige, den du über die Gegend dort befragen solltest. Nun, ich muss jederzeit gehen. Viel Glück, Xeno. Kann ich das mal machen? Oh, wer bist du denn? Was bist du für ein Prolet? Ich bin der Einkäufer. Sehr nett, dich kennenzulernen. Als Farmer musst du dir nur eines merken. Auf der Farm gibt es eine Tonne. Und das dir. Und dort hinein legst du die Erzeugnisse, die du verkaufen möchtest. Ich komme jeden Abend um 17 Uhr vorbei. Sehe nach, ob es sonst etwas mitzunehmen gibt und bezahle sofort. Oh, an Festtagen komme ich allerdings nicht vorbei. Ich feiere auch gern. Auch im Hühner-, Schaf- und Kuhstall befinden sich Tonnen. Du kannst das Gemüse verkaufen, das du geerntet hast, aber auch die Dinge, die du in den Bergen gesammelt hast. Natürlich kaufe ich auch Eier, Wolle und Milch. Soweit klar? Gut. Ich komme um 17 Uhr wieder. Kann ich jetzt mal anfangen? Oh, wir haben einen Huhn. Ach ja, stimmt ja, den mussten wir benennen. Guck mal, Bodo. Bodo. Mach mal jetzt mal die Vogelperspektive. Nee, das ist mein Inhalt. Ja, das ist Sixi, ja, das ist dein Haus. So. Ach, du Schande, seh dir schon mal das an. Ein bisschen verkommen lassen ist ja nicht wenig. Haben sie gesagt. Ach, du lieber Gott. Ja, komm. Von nix kommt nix. Wie spät ist das überhaupt? Okay, 8 Uhr. Nein! Kann ich sie in eine Tonne schmeißen? Nö. Es hätte ja sein können, dass ich sie in eine Tonne schmeißen kann. Gott. Ja. Eine... Hoppala. So. Wir müssen ja unseren Hammer auch ein bisschen verbessern, ne? Haha, so war das. Falsch. Komm schon. Oh Gott. Ich komme mit der Steuerung nicht klar, ey. Das muss ich noch üben. Danke. Es ist nur eine Frage der Zeit, ne? Bis Madame das auch kann. Was geht ab? Was ist los, Bodo? Verdammt, ich muss niesen. Entschuldigung. Wollte nicht. Jetzt krieg ich wieder Ärger, ey. Eins. Jetzt stell dich schon mal da drauf, ey. Geht doch. Da. Bodo, mach's weg. Lauf mir jetzt nicht in den Hacken. So, es ist 12. Verdammt. Lauf, Mensch. Ist irgendwas im Briefkasten? Es ist nichts gekommen. Ja, das war ja so klar. Nie kommt, kriegen wir Post, ey. Das ist so gemein. Wie kriegen wir Post? Ah, da müssen wir noch nicht rein. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich brauche Saatgut. Wir müssen noch was pflanzen. Montag. Nein, falsche Richtung. Mädel, hast du auch? Verschlossen. Super Idee. Gut, gehen wir halt erst die anderen Schnecken besuchen. Mir noch egal. Und bin mit dir.